Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Im letzten Part haben wir den Meguiar schon den Arsch versohlt, aber er ist geflüchtet und Son Goku hat uns den Weg zu ihm gezeigt. Und jetzt werden wir ihm den Rest geben. Was are you doing? Are you insane? If you destroy the time vault, everything will disappear, gone forever. It means you'll die as well. Fool, you think I'm not aware of that? After everything is destroyed, I'll make a new history. My history! What? What do you mean by that? What are you thinking? Der ist voll verrückt, der Typ. Oha. Er killt uns alle. Everything be gone! Jimmy Graf! Stop! Was passiert jetzt? Meiner sieht so scheiße aus. After everything is destroyed, I'll make a new history. My history! What? What do you mean by that? Er findet eine Schriftrolle, wo er gerade war. What are you thinking? Das ist die letzte Schriftrolle wohl, weil das so... Ach, mal sehen. Ich denke schon. Jetzt sehen wir es zum dritten Mal. Son Goku wird damit schon fertig. Einfach ihn da lassen mit der Kugel. What are you? What in the world are you? After that, how could you still be alive? I see. You want to interfere, do you? Ach was. I won't hold back then. With every ounce of my limitless divine power, we'll defeat you! Ach ja, Demegra. You shall rue the day. Erase your miserable life from history. Alter. With you will have never existed. Das ist ja eine Mischung aus, wie heißt er noch? Ah, der bei Babidi da auf der Stufe 3 war, gegen den Son Goku gekämpft hat. Ich weiß gar nicht, wie man wieder heißt.
Mischung aus dem, Babidi. Dann noch eine Mischung aus, Broly. Und wegen dem Potaras, ein Kaioshin. Another monkey bleed. I'm surprised. Aber er ist langsam. Ah, ich muss anders ausweichen. Was hat er jetzt vor? Alter, ich bin nur ausgewichen. Was willst du denn? No one who has ever witnessed this form has ever escaped alive. You are no exception. I won't leave a speck behind. I will erase you from this world. Ah, ist doch voll unfair, wenn er so kämpft. Mit seinem Scheiß Ausgeweiche. Ich habe keine Stamina mehr. Sagen, er kämpft richtig unfair, dieser Sausack. Ich hab 'ne Idee. Das ist auf jeden Fall voll einfach, weil er so langsam ist. Scheiße, wo ist er? Da. Ist Son Goku wieder. Alter. Er verfolgt ihn sauer auf Schritt und Tritt. Hey, sorry to keep you waiting. That was too far. I was late because finding the power was really hard. What? You used instant transmission to get here? How? Time bomb is safe, so don't worry. Also Goku zieht von wenig ab. It was really hard work. All right, let's do this. Jo, er setzt auf mich ein. Fuck. Der hat gesessen, ey. Don't make trouble. Oho. Goku habe ich echt gerne als Partner. Oh, oh, was ist das? Oh,
Lass mich hier raus! Ich nehme mal eine Energiekapsel. Vorsicht. Son Goku kämpft einfach weiter. Total schwach, ey. Der ist eigentlich nur schwer runterzukriegen, weil er diesen Block drin hat. Was war das für ein Bug? Und ja, weil er den Block drin hat und weil er sich immer teleportiert. Ansonsten. Ja, total easy. Ja, ultimativer Finisher. We did it. Wow. Well, that was quite an interesting 21.000 wieder. Level up. Zeitkristallsplitter 1. Was auch immer das ist. Boah, das ist mal eine große Dragon Fist. Boah, das ist geil. Das ist voll cool. Vor allem, ich bin genauso stark wie Son Goku, wie er im Dreifach Super Saiyan. Ja, die Eule überlebt das natürlich. It's crumbling. Let's go. Tja, Trunks, ich hab dir ganz schön zugesetzt, was? So, Goku ist einfach überall. Thank you.
thank you for all your hard work. Seriously, I can't thank you enough. If I'm going to stop these bad guys, I need to keep patrolling as long as possible. The main threat is taken care of. Das war schon, ey. But if you'd like, maybe you could help us from time to time. Thank you, buddy. As far as partners go, I'll tell you, you're the only partner for me. That sounds nice. Hey there! Are you interested in a little fight with me? I want to see your power. Show it to me. That sounds like fun. Was habe ich denn für eine Kampfhaltung, ey? Ich hab voll Pussy auf. Wait! Don't do it here. If you break the time vault, everything we've just gone through will be for nothing. We don't want that. Oh, right. Whoopsie daisy. Auf einmal ist es hier die japanische Stimme von Sengoku. Habt ihr gemerkt, dass beim Lachen? Okay, das war's schon. War eine kurze Story. Tja, was soll man sagen? Also, im Großen und Ganzen natürlich wieder die typische Dragon Ball Zeitlinie, die man schon aus mehreren Spielen kennt und auch aus der Serie. Natürlich jetzt mit drei neuen Schurken und natürlich einer neuen Idee, die ja, die hätten sie ruhig noch ein bisschen ausbreiten können, weil zum Beispiel nach Freezer sind die sofort nach Cell gegangen, da war ja noch richtig viel zwischen. Ne, und auch Buu, da haben die auch richtig viel ausgelassen. Also es kam irgendwie so rüber, ja, Story hier, klatsch hin und mach Nebenquests online, aber was auch immer, mach bloß keine Story. So nach dem Motto. Und das fand ich irgendwie ein bisschen scheiße. Ja, die Story ist einfach zu kurz. Also bei dem Spiel wird auf jeden Fall Mehrwert auf Online-Spiel gelegt. Aber ich find's trotzdem richtig geil. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Der wird auch kommen. Und daher wird jetzt von dem ersten Teil kein Part mehr kommen nach diesem hier. Außer es ist irgendwas Besonderes mal. Dann werde ich natürlich wieder ein Part hochladen. Oder ich möchte euch irgendwas zeigen, dann lade ich natürlich auch ein Part hoch. Aber das war jetzt erstmal der letzte. Und wenn ich das Spiel bewerten müsste, ja, aufgrund der Story, die ein bisschen kurz will. Online ist eigentlich, finde ich richtig cool. Auch die Grafik ist cool. Musik ist sowieso geil. Eine 8,5 würde ich schon geben. Von 10. 8 bis 8,5 so in dem Dreh. Ja, eigentlich schade, dass die Story so gerusht haben. Das ist das einzige Enttäuschende so. Und dass die Nebenquests so mega schwer sind im Gegensatz zum zu der Story. Die Story war richtig einfach. Ich bin echt mal auf den zweiten Teil gespannt, was sie da noch bringen werden. Weil das mit dem Zeitthema, das ist ja eigentlich jetzt schon ausgelutscht, ne? Müssen sie eigentlich was Neues bringen. Und da bin ich mal gespannt. Ja, C17, C18. Ich hoffe natürlich, dass euch das Projekt hier gefallen hat. Und ich hoffe, ihr guckt auch den zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, wann dieser Teil hier rauskommt. Kann sein, dass ich da schon den ersten Part von dem zweiten Teil hochgeladen habe. Da ich dieses Spiel hier sehr spät erst angefangen habe, aufgrund von meiner Arbeit, hatte ich sehr wenig Zeit dafür. Aber dann habe ich doch noch die Zeit gefunden und ich habe versucht, das noch, bevor der zweite Teil rauskommt, durchzuspielen.
Habe ich auch geschafft, aber ob ich bis dahin hochlade, das weiß ich nicht, ob es von der Zeit her passt. Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Projekt hiervon und von anderen Projekten vielleicht auch wieder dabei seid. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr was mitnimmt oder einfach nur zum Spaß haben guckt. Das würde mich freuen. Und von daher sehen wir uns dann. Haut rein. Ciao. It seems they defeated Demigrot, Lord Beerus. Oh, well, guess they didn't need me at all. Indeed. It certainly wasn't worth staying awake for. On the contrary, I'm curious about their power. I was actually looking forward to seeing a full display of their skills. Very much so. Well, in that case, you should be sure not to oversleep next time. Thank you so much, Goku. I should thank you instead. I haven't gotten that excited about something in a while. Okay, come visit me again. Sure. It seems as though they've destroyed you, my creation. Not enough power. I need more. I need more energy. That's right. We'll leave this place and collect more power. And there we can regroup and try again. But we mustn't give up. We'll be back to exact our revenge upon our transgressors. And I know that next time you will annihilate all of them. Because you are truly my greatest masterpiece, Mira. Just wait. Soon we'll return to crush those who stood in our way. Time Patrol candidates! Let's do a little spar.
This is overdoing it. Das war ja eine schnelle Trainingsrunde. Well, for the time being, we have to work together. Mein Typ hat überhaupt keine Stimme, ey. Das ist voll kacke. Oh yeah. Ja, wie gesagt, das mit dem Zeitthema ist doch noch nicht ausgelutscht. Hey! Wir haben gerade noch gesehen, dass wir sie noch nicht besiegt haben. Ich weiß gerade den Namen von den beiden nicht mehr. Alles klar. Wie gesagt, was ist eigentlich da in dem Tempel? Da müssen wir erstmal gucken jetzt. Kann man echt reingehen. Cool. Ah, hier kann man nochmal spielen. Ja, guck mal, wie kurz die Story war. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Alles klar, wir sehen uns dann bei Dragon Ball Xenoverse 2. Oder bei anderen Projekten, je nachdem. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe nochmal, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein. Ciao.